Fala Magulis and what's up, ladies and gentlemen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Conan Exiles. Und hey, in der letzten Folge war es ja wohl schon so ein bisschen, ne? Ich hab nochmal nachgeguckt. Wir haben ganz offiziell in der letzten Folge einen Dungeon gemacht. Ja, ohne Scheiß. Wir haben einen Dungeon gemacht. Es sah halt nicht aus wie einer. Und es war auch nicht der Boss drin, der hätte drin sein sollen. Aber es war ein Dungeon. Naja, in der heutigen Folge seht ihr, wie wir unsere Charaktere, also unsere neu gewonnenen Freunde und Helfershelfer, die wir euch noch gar nicht so richtig vorgestellt haben, ein wenig trainieren. Zudem möchte ich mal ausprobieren, wie sich der Charakter so macht, wenn er mal mit Dolchen agiert. Und ich habe mich umgeskillt. Das heißt, in der heutigen Folge von Conan Exiles erlebt ihr die volle Action zu Conan Exiles. Heute spielen wir wirklich mal Conan Exiles. Und scheiße, dass YouTube nicht hört, was ich sage. Das wäre das jetzt ganz oft Conan Exiles da schon wieder. Das wird ja super zählen für die Bewertung und den Algorithmus, was? Ich muss es einfach genauso oft in die Bewertung, in die Beschreibung schreiben. Nun gut. Vorher möchte ich euch noch was bitten. Lasst mir bitte ein Abo da, wenn euch die Folgen gefallen. Ansonsten guckt bis zum Ende, denn die meiste Zeit in letzter Zeit... Götter, was denn heute los? Die meiste meiner Freizeit geht in die Qualitätssicherung dieser Videos. Zudem... dass ihr regelmäßig eure Videos bekommt. Es wäre auch schön, wenn ihr den Discord joint, also lasst mir ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen, lasst mir ein Like da, ansonsten joint im Discord. Hier, jetzt gibt's erstmal das Intro und dann sehen wir die kleine Heldenherz wieder. Bis gleich. Ich habe gerade nur gesagt, wie dieses Tanzen einen total Kolone machen kann. Ja, yeah, es ist ja schon wieder dunkel. Ja. Nee, das finde ich aber doof. Dann sehen die Leute ja nichts. Dann wird gecheatet. Wir bereiten tagsüber immer alles vor, um dann abends loszulaufen. Ach, warte mal, wo war das denn noch? Okay, er rennt mir hinterher. Das ist ja schon mal gut. Wobei war das? Das war bei Conan, in den ersten Folgen, der ersten Staffel, damals mit Papa Schlumpf. Was denn? Wo ich das Spiel noch nicht kannte, da habe ich das so beeindruckt und gerne gespielt und jedes Mal fast alles fertig gemacht und irgendwie waren die Aufnahmen dann nur noch Sachen einräumen. Okay. Ach so, genau, wir wollen ja die Black Panthers ein wenig trainieren, ohne dass ich sie gleich umbringe. Viel Glück. Shit, wird jetzt schon bluten. Das heißt, ich muss quasi jemanden angreifen und dann greift der Panther automatisch an oder macht er das auch, wenn du angreifst? Du musst angreifen oder jemand muss dich angreifen. Oh, der scheint böse zu sein. Oh! Läuft. Ja, das sah so aus, als wenn der richtig Spaß dabei hätte. Also da finde ich die Einstellung bei Ark besser. Warte mal, vielleicht kann man den Companion ja auch besser einstellen. Abbrechen, oh. Inventar, Werte, Wache halten, nicht mehr folgen. Wenn ich jetzt Wache halt mache, bewacht. Ja, okay, aber dann folgt er mir nicht. Nee, das stimmt. Bei Werte, was anklickbar? Nee. Haben die ernsthaft die Eier von dem rein animiert? Tatsächlich, das ist ein Männchen. Wie rein animiert? Na, wenn du genau guckst, hat dein Tier ein Geschlecht. Okay. Mir bin ich sicher, ob dieser Grad von Detailreichtum nützlich ist. Ja, ich kann es erkennen. Interessant. Oh, das Gift ist abgegangen. Schade. Also wir können natürlich auch hier einen einzigen töten und unsere Tiere werden dann... Was war das denn für eine Rolle? Alles hey, andere im Umkreis töten. Angegriffen. Naja, aber ich. Die hören jetzt eh nicht mehr auf. Guck mal. Wenn ich eine Rolle mache im Stand, sieht das aus, als ob sie einfach keinen Bock hat. Guck mal, so ein Kind. Nö. Ist die überlastet oder was? Wo sind denn jetzt? Ach, ist ja auch egal. Die schaffen die das schon. Hier im Busch. Aha. 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 Hey, Folks. Komm, Black Panther.
Hier ist auch noch einer. Er steckt not sponsored. Hä, lebt er noch? Nee, der ist schon tot. Ja, der sitzt nur sehr dämlich. Das stimmt. Gut, 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 gut. Dann mal schauen, was die Leute da hinten sagen. Kann auch sein, dass unser Tier stirbt. Wo ist? Ja, natürlich. Also das würde ich jetzt nicht mitverantworten. Oh nein, den kann ich nicht anschlagen. Oh, was ist denn das für ein Süßer? Wahrscheinlich ein Junges. Ja, eine ganz dessen kleine Dessen Eltern Mähne. Du gerade abgeschlachtet hast. Musst du mir das jetzt so vor Augen führen? Du bist gerade nur, um aus Spaß dein Tier zu leveln, in das Gebiet gegangen. Kann und ich hast ihn mitnehmen? Die Eltern abgeschlachtet. Kann ich ihn einpacken? Dann ist er 50 Kilo schwer in deinem Inventar. Verdammt. Nein, ich gehe dran vorbei. Ich glaube, das ist das Beste. Naja, du musst bedenken, seine Eltern haben ja nur versucht, ihn zu verteidigen, was gute Eltern tun. Mhm. Du bist da so ein kaltblütiges Arschloch. Manchmal. Und das zu Tieren. Greif an. Oh, der hat aber eine gruselige Bemalung jetzt durch sein Blut. Ey, großes schwarzes Ding. Toller Panther. Wieso? Weil er mir nicht hilft. Er macht da hinten irgendeinen Quatsch. Aber ich will dich hier nicht töten, weil sonst gehen die XP für ihn verloren. Ja, das Problem habe ich gerade auch. Steht doch nicht so doof hinter mir. Greif an. Wo bist du denn überhaupt? Mach was. Guck mal nochmal, wo du bist. Ach da, was machst du da hinten? Ja, ich nehme alles mit, was ich sehe. Wo bist du denn lang gelaufen? Zum Ziel. Rechts rum, okay. Er kommt rein, tot. Oh. Getreue ist aufgestiegen, das ist ja schön. Dass dieser Ort immer für Experimente herhalten muss. Ja, ich habe ganz schlechte Erinnerungen an diesen Ort. Mhm. Da müssten wir eigentlich nur einmal Joe fragen, ne? Welchen von den ganzen? Ja, den Joe. Oh. Huch. Das oh, hat wo jetzt kommt aber ganz her? Schön geruckelt. Ach, solange meine Ausdauer oben bleibt, ist alles gut. Da, solange überlebe ich. Ja, okay, mein Bluten ist jetzt auch wieder weg, das ist in Ordnung. Ich nehme trotzdem mal wieder mein Schild. Oh, und ich bin nicht hier Leute. Für mich. Jungs, Mädels. Gib das Schild doch mal hoch. Aha, ich bin erfolgreich eine Wand runtergefallen. Worden. Wie geht ihr durch wie Barbaren, ohne Witz? Gezogene, blutdurchtränkte Waffe. Wobei meiner hat schon ein bisschen von seinem Leben verloren. Wer will? Na komm, ihr wollt doch bestimmt. Oh! Seit wann können die denn Schilde durchbrechen? Welcher Idiot fand es denn witzig, hier Tarzan-Sounds einzubauen? Oh. Ich finde das aber schön, dass die mir ankündigen, was sie jetzt alles tun werden mit mir. Ja. Hey, hier ist Farkad Felddehner. Da er einen Namen hat, bedeutet das, es ist ein legendärer NPC. Der gleich hops geht, oder wie? Ja. Aber ich habe auch keinen Einkaufswagen dabei. Also sprich, ich habe keinen Knüppel hier. Hey, aber die leisten echt gute Arbeit. Muss ich ja schon mal zugeben. Machst du das fest an dem Haufen an Leichen, der hier liegt, oder? Ja, zumindest. Warte, sieht man so eigentlich auch die Lebensbalken? Nee, nur wenn man sie anklickt. Regeneriert sich gerade wieder. Ist in Ordnung, ja.
lieber einfach hier ranspringen, ey. Tu's besser nicht. Wenn du mich triffst, bist du tot. Das war dumm. Einmal von hinten so Batsch. Komm, Miti. Lass uns doch noch mal ein bisschen spazieren gehen. Hier sind doch auch noch Leute. Ich weiß gar nicht, ob wir XP auch geteilt kriegen. Also, wenn meiner einen tötet, dass deine dann auch XP bekommt. Das ist sogar Medizin, Mann. Gewesen. Oh. Voll auf den Kopf gehauen. Erzähl mir mal, ob der was aushält. Ja, sehr gut. Ach, ich guck mal in die Kisten rein, wenn wir schon mal hier sind. Wichtig ist, nimm das Pulver der Verderbnis mit. Der Rest ist quasi Fickfuck. Jock, nimm mich. Hat er gerade gesagt? Ja, lassen wir das mal auf sich beruhen. Du willst also von einem Kannibalengott genommen werden. Ja, ich nicht. Du hast es doch gesagt. Du hast es laut gesagt. Sogar live. Aufnahme, die nicht live ist. Ich habe es vorgelesen. Ja, klar. Was für ein Staub? Staub der Verderbnis. Von irgendwelchen Leichen oder so. Kisten. Oh, hier liegen Füße rum. Er springt über mich und reißt die Alte. Sehr schön. Bis jetzt gefällt mir das, so was die... Ach komm, schieß auf mich. Also bis jetzt gefällt mir wirklich, was die leisten. Aber ich will einen Wolf. Panther ist deins. Es ist trotzdem besser in Ark, dass du den einfach sagst, hier angreifen. Und nicht, dass du jedes Mal die Scheiße auch noch selber anklicken musst. Hm, das stimmt. Das war euer Fehler. Und ab jetzt nicht mehr mein Problem. Die wüten jetzt eh hier ohne unser Zutun rum. Hey, hör doch auf! Ich wollte nur einmal treffen noch. Brauchst du nicht. Die hören nicht auf, bis alles tot ist. Also, die schießen ja gerade eh dich an. Ja, danke. Wie, ein Schlag reicht noch nicht? Ja, ganz schön schwach, die beiden. Na gut. Ich weiß gerade gar nicht mal, ob ich ein oder zwei Aufstiege hatte. Pures Entertainment. Und diese Buschtrommeln im Hintergrund. Oh, ein Stein-Doppelschwert. Oh, welches meiner? Der. Werte anschauen. Mhm. Effekt, erhöhte Stärke, erhöhter Schaden um 10%. Warum auch immer. Stärke, Nahkampfschaden 100%, Fernkampfschaden 20%, whatever. Okay, okay, okay. Er ist auf Stufe 2, ja. Erhöht Schaden um 10% habe ich aber auch. Ich würde ihm gerne eine Rüstung geben. Aber leider ist Knochenrüstungstime aus, weil wir haben sie schon aus dem Zwinger geholt. Ich will ja nicht gemein sein, aber auf dem kleinen Bild hier sieht das irgendwie fast so wie so eine Ratte aus. Wer? Ja, der Panther. Wenn man bei den Werten in der Mitte das Bild anguckt. Das ist eine sehr tödliche Ratte. Mhm. Ich glaube, sie sind bereit für die Schlange. Nein, sicherlich nicht. Deine Kehle ist völlig ausgedörrt. Danke für den Hinweis. Ich glaube, ich hatte hier keinen Brunnen. Also, da ist die Schlange. Da ist... Warte mal, ich zeig das mal den Leuten. Da ist die Schlange. Da ist der untote Drache. Und hier sind wir. Ist das ein Zufall? Hm? Dann heißt's wohl Schlange. Da-da. Da-da. Aber in der nächsten Folge. Wobei diese noch theoretisch nicht vorbei ist. Aber... Genau. In der nächsten Folge. Bei dieser schaffen wir das auf keinen Fall mehr. Es ist doch die Frage, meinst du, wir können mit den beiden jetzt schon zu der Schlange? Nee, die sterben. Alleine wegen der Giftwolken. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht dahin können. Ja, das stimmt. Die können doch warten. Apropos Giftwolken, schieß mal unten auf den untoten Drachen. Oh, nö. Warte, untoter Drache da hinten, okay. Ja, wieder durch die unschuldigen Hyänen, durch die nur ihr Kind verteidigen wollen.
Bist du wohl ruhig? Du hast ihre seine Eltern getötet. Lässt das Junge jetzt in der Wildnis alleine sterben. Schutzlos. Nein. Warum machst du nichts? Oh. Weil du ihn getötet hast? Dann halt nicht. Fauler Hund. Kleiner Tipp. Wenn du jetzt nicht deinem Begleiter sagst, stopp, und du dann schießt auf den Drachen, springt da runter. Ja. Nicht mehr folgen. Wache halten da hinten. Gibt's noch Ex... Oh, meiner hat kundschaftet. Bewegen und bewachen. Ich glaube immer noch nicht, dass es klug ist, auf ihn zu schießen, aber hey, dein Fall. Er kann hier eh nicht hoch. Meine Güte. Diese Verderbnis ist aber nicht schön. Kann man die nicht reinigen? Ich meine, das ist so ein blöder Dampf. Können wir hier nicht mal so einen scheiß Staubsauger einfach reinhalten und dann ist die Verderbnis weg? Warte mal, ich kümmere mich erstmal um die blöde Hyänen hier. Habt ihr so ein... Die mich beim... Das ist keine Hyäne, das ist ein Unterhund. Ja. Ist halt so ein Unterhund. Ja, von hier triffst du. Oh, ich geh mal weg. Ja, sieht jetzt noch nicht ganz tot aus. Nee, also so ein kleiner Furzmillimeter ist dann wohl runtergegangen. Und jetzt verkrümelt er sich in der Ecke, wo ich nicht mehr hinschießen kann. Ist ja auch nice. Ich sehe ihn von hier. Nee, er kommt jetzt hoch. Was? Ja, natürlich versucht er jetzt hochzukommen, aber das kann der gar nicht. Bis der hier oben ist, ist Sankt Nimmerleinstag. Hinter dir. Oh. Alter, warum läufst du nicht? Ausdauer? Interessant. Episch. Ja, episch. Total episch, ne? Na, zumindest lebe ich noch, also habe ich was dazugelernt seit dem letzten Mal. Wo ist denn der? Also der ist immer noch nicht zurück. Vielleicht kommt er doch hier hoch. Tja, vielleicht wird er irgendwann in 5 Jahren hier oben angekrochen kommen. Nee, ich oder weiß wirklich nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo man in die Richtung kommt. Ja. Die da vorne. Er ist endlich abgehauen. Nur durch meinen Schuss hat er erfahren, wie er aus diesem Loch rauskommen kann. Ich weiß nicht, wo er hinkommt. Freiheit geschenkt. Ja. Wunderbar. Das, so gut ist es die andere Frage. Also ich sehe ihn nicht mehr. Ich auch nicht. Wie viel Schlangen... Hast du die Schlangenpfeile aus dem Altar von Seth mitgenommen? Das heißt dann wohl nein, wie immer. Was heißt sie wie immer? Weil ich wusste, dass du nicht dran mitdenkst. Warum nimmst du die da nicht mit? Habe ich einen Bogen? Ich kann mit Pfeilen in etwa genauso viel anfangen wie du mit dem toten Köter hier. Wenn du weißt, dass ich die vergesse? Es ist viel lustiger, wie immer, sich drüber lustig zu machen. Mhm. So, Jungs und Mädels. Vergiss das nicht immer. Ja, hau mein Naru nicht. Ich mache euch beide gleich zu Schaschlik. Nope. Doch. Vergiss es. Meine Dolche sind tödlicher als deine Pfeile. Meine Pfeile haben heute aber auch schon einige auf dem Gewissen. Ja, Stufe 1 NPCs. Oh, ich müsste mein Schild bald mal reparieren. Tja. Mein episch-legendärer Mist ist auch bald kaputt. Oh, Räubergrat. Hier war ich noch nicht. Unsere Tiere auch noch nicht. Ja, wenn das kein schönes Schlusswort war. Das ist ein wunderschönes Bild hier. Oh, seit wann kann man denn hier hoch? Das ist aber neu. Normalerweise kann man hier nicht hoch, bei den Altären. Nun ja. Du hast okay. Die Ehre, dich noch zu verabschieden. Ich laufe hier gerade komisch. So, dann werden wir gleich mal ganz schnell die Pfeile holen und weitermachen. Und noch ein wenig unsere treuen Gefährten weiterleveln. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, sie mit zu der Schlange zu nehmen. Ich bezweifle es, aber wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Naja.
Was sie vergessen hat zu sagen ist, joint im Discord. Und hey, wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann schreib mal Hashtag made it to the end in die Kommentare. Das beweist mir nämlich, dass du es wirklich bis hierhin gehört hast und es würde mich freuen, denn das zeigt mir, dass meine ganze Arbeit, meine Mühe und die Zeit, die ich und auch sie in diese Projekte stecken, nicht ganz umsonst war. Denn wenn wir nur einen von euch erreichen, dann reicht uns das. Und dann bin ich einen Menschen glücklich gemacht. Voll gut! So, jetzt gibt's erstmal Pause für mich. Ich hab nämlich jetzt Durst. Irgendwas zu trinken. Das ist ein Fakt. Ne? Alternativer Fakt. Ich hab Hunger. Aber ich esse nichts mehr. So, ihr joint im Discord, ihr lasst das Abo und das Like da und denkt an das Hashtag make it to the end und wir sehen uns beim nächsten Mal. Valadoris, euer Wolf.